Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Jo, moin, liebe Flüte und auch euer liebe Landratten und Rettchen. Und herzlich willkommen zurück bei Star Trek The Next Generation, A Final Unity. Mit dabei Redshirt Valvorik. The power core controls are probably on the lower level. Servus. Der ewig dazwischenredende Worf. Na, und natürlich ich, Anno, so. Riker, Geordi, Beverly. We don't have time to search the entire station. Habe ich immer vergessen? Riker. According to the schematics, Worf's right. All of the engineering controls are in the lower hall. Klappe! Good, let's move it. Geordi, keep an eye on those energy fluctuations. I want to know the instant the containment field falls below 10%. Yes, sir. So können wir uns jetzt begrüßen? Mann, Mann, Mann. Über diesen Starfleet-Officer. Ist aber auch geil, dass man, wenn man so rumsteht, dass man dann Tipps kriegt. Was man denn machen könnte. Könnte nochmal mit Riker quatschen. The most likely place for the jettison controls is in engineering. Let's go. Maschinenraum. Okay. Ja, das ist eindeutig. Danke, Riker. Okay. Achso, okay, hier waren wir schon. Können wir da jetzt irgendwelche anderen Werte? It's. Wait a minute. Okay. It's sending. This chameleon field. There. Das war schon. Was ist denn, wenn sich Geordi vielleicht dieses schwebende Gerät mal anschaut und. Vielleicht sagt er ja wieder eng. It's using a plasma suspension. Nee. Da hat doch gerade irgendwas mit Plasma irgendwas erzählt, oder? Ja. Haben wir nicht irgendwas mit Plasma? I'd say that alien machine cut through the conduit case. Was wir einsetzen können? Ja, was? Speichere ich mal. Plasmaweiche? Ja. An beschädigten Kabel. I can't make it work. Nee. I can't make. Auf den Strahl? I can't make it. Okay. War jetzt auch nur so ein Versuch. I can't make. Aber das habe ich auch immer gemacht. Einfach alles durchgeklickt, was geht. I can't. I can't. Wo ist die beschädigte Stelle nochmal gewesen? Oben, oder? I can't make. In der Mitte. I can't make. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. Gut, das bringt uns alles nix. I can't. I can't. Na gut, dann müssen wir nochmal reingehen. Okay. Aber hatten wir das jetzt eigentlich schon einmal deaktiviert? Diese Konsole da? Ja. Eigentlich bleibt schon. Die auch deaktiviert oder ist das nur vorübergehend? Gucke ich gleich nach. Ich schaue, ob man da noch irgendwas verwenden kann. Da ist nur der Ausrüstungswagen. Da hinten gibt es keine Konsole zum Verwenden. Ja, dann schauen wir da nochmal her. Vorübergehende Abschaltung aktivieren. Hallo? Okay. The most likely place for the jettison controls is in engineering. Let's go. Abtrennungsraum. Abtrennungssteuerung. Einfach so nach links vorbeilaufen, geht das? Also einfach hinter der Maschine? Riker, kannst du es besser bedienen? Und da kann ich nichts mehr verwenden. Kann ich nichts umändern. Okay. Scheint ja auch noch sehr vorübergehend zu sein, weil ja irgendwie diesmal, wenn du so wieder draufklickst, ist ja die Tafel schon wieder aktiv, ne? Ja. Oh. Wow. Ah. Oh. It's Commander Riker. Ja, das ja ist super. Grandiose Feststellung, Beverly. He's dead. He's stunned. Okay, ja, betäubt, okay. Puh. Glück gehabt. Kann ich den verwenden? Nee.
Wann kommt der wieder zu sich? Da wird er sofort wieder erschossen, oder wie? Gehen wir mal raus. Lass mal einen Riker liegen. Dumm, hallo. Dumm. Riker mitnehmen. Ah. Riker, daher. Oje, dem geht's gut. Rekord. Quasche, kannst du ein Medikit verwenden? There's no need for... Der schafft das schon. Stark in dem, der Riker. Der kriegt das hin. Okay. Wo kann ich noch hin? Hat sich der Pfeil nicht vorher ganz kurzzeitig verändert? Ah ja, Turbolift. Im Labor können wir nichts mehr machen. Können wir denn auf diese Leitung da hinten schießen, dass die vielleicht keine Energie mehr liefern oder so? Das wäre eine Idee. We should conserve our phase. We should conserve our. Spannend. Tut sich mal nix. Dann gehe ich mal auf hohe Stufe. ja. Besser nicht weiter drauf schießen. It's Lieutenant Worf. Ja. Ist der? Lebt der jetzt noch? Worf's been injured. Okay, der lebt noch. Commander Riker. Riker auch. Wollen wir neu laden oder wollen wir es weiter versuchen? Ich habe keinen Plan, ob sich das regeneriert. Gut, was macht man? Guck mal, da stehen sie ja wieder auf. Dem ging es auch schon mal besser. Okay. Phaser auf hoher Stufe an der beschädigten Kabel. We should conserve. Ne? In der Kabel. Sparsam umgehen, aber dann feuern auf das. I believe this is one of the attackers. There are weapon ports on both sides of its hull. Majka. It is a triply redundant energy system. Even after a direct assault, the station is still operational. Okay, kennt sich auch gar nicht so schlecht aus. The intruder destroyed the casing on this conduit. Also wir können hier eigentlich nichts machen. Können da nicht drüber gehen ins Kontrollzentrum? Wir haben wahrscheinlich noch irgendwas vergessen. Vielleicht nochmal mit dieser verletzten Frau reden? Mhm. Verwaltung, haben wir eigentlich auch alles? Crewdeck. Vielleicht hier auf das Datenkabel feuern. That does not work. Da, Worf. Ja. Da bleiben, Worf. Hier herstellen. Nehmen, Phaser, schießen, Datenkabel. We should conserve our... Ne, es sind ja... Unten kommen ja diese Kabel an. Zentralschacht, Datenkabel. Okay, das bringt doch mal alles gar nichts. Majka. This cable was severed by weapons fire. Von dem Schuss durchtrennt. Ja, das hast du durchtrennt, Worf. Du Hero. It is a dick transporter cord. Vielleicht wenn Riker mit ihr nochmal redet oder so. Vielleicht kriegt er ja noch mehr raus als. Where is station administration? It's on the level just above. Take the turbo lift in the next passage. Thank you. Anytime. How are you feeling? I've been better. We'll be back to check on you later. All right. It didn't work. So, nicht mit Datenkabel. We'll come back for you as soon as the station's out of danger. Das wird er nicht viel sagen. We won't have to jettison the power core. There's no way to know until I've had a look at it. All right. Okay. Also da können wir dabei auch mal nichts machen. Mit der Enterprise können wir auch nicht kommunizieren.
Datenkabel können wir auch nicht nehmen. Try it. Nochmal im ersten Raum? Ja. Komm, Wurf. Wir haben doch keine Zeit zu verlieren. Wenn es das nicht ist, könnten wir höchstens nochmal versuchen, dass wir die Lebenserhaltung in diesem letzten Raum, wo wir mal waren, deaktivieren, dass dann dieses Gerät vielleicht weggelockt wird, weil dann keine Energie mehr durch diese dicken Kabel fließt. Das wäre noch so das Letzte, was mir einfällt. Die Idee gefällt mir aber ganz gut. We did not come here for sightseeing. Ja, okay, oh, danke. Allein der Blick so in die Kamera. Wir sind nicht hier, um ein Adventure zu spielen. This transporter appears operational. Klasse, Wurf. Datenkabel, na gut, das bringt uns nichts. Gehen wir wieder raus. Das Schiff können wir jedenfalls nicht wegbeamen. That does not. Transporter können wir auch nicht verwenden. Ja, dann gehen wir wieder raus. Dann probieren wir das echt so, wie du gesagt hast. Worf hat viel Rückstand, ob er das aufholt. Komm schon, komm schon! Wie ist denn bei dir eigentlich so mit Star Trek? Seit wann guckst du's? Boah, vielleicht so mit 5 oder 6. Okay. Auch nicht schlecht, schon ganz schön lange dann. Ja. Ich habe auch mit der Originalserie damals angefangen. Okay. Hab auch. Ich sag mal, bis ich so 14, 15, 16 war, auch alle anderen Star Trek-Serien überhaupt, weiß nicht, habe ich nicht an mich rangelassen, weil die für mich irgendwie zu erwachsen dann noch waren. Ich habe immer nur die Originalserie gesehen und die Kinofilme. Bei den Kinofilmen habe ich dann, als dann der 8. Teil rauskam, mit den, was waren das, mit dem Borg. Ja. Das war ja so Mitte der 90er. Erster Kontakt. Genau, da kann ich dir sogar genau sagen, dann war ich grob um bei, dann war ich sogar 10 oder 11. Dann habe ich mit Next Generation angefangen. Okay, und was hat dir so am besten gefallen? Das ist schon eine heikle Frage von mir. Ich habe alles gesehen. Ich kann dir nur sagen, was ich am wenigsten von allen mag. Das ist eigentlich Voyager im Nachhinein. Okay. Echt Voyager? Ja, weil damit zu wenig, ehrlich gesagt, zu wenig Abwechslung drin ist in der ganzen Serie. Eine Voyager-Folge beschreiben müsste, wäre sie ungefähr so: Harmonie, indem man durch den Gang läuft, es passiert etwas. 5 Minuten vor Ende bringt B'Elanna Torres die technische Lösung und dann ist der Film vorbei. So, aber es kommt manchmal echt so rüber. Es ist halt nicht so, ich weiß nicht, die Charakter sind da nie so weit entwickelt worden wie bei The Next Generation oder Deep Space Nine oder so. Ich weiß, ich fand wiederum da die Charakterentwicklung relativ gut. Also so was Kim durchgemacht hat oder das mit Seven, mit der Borg, war irgendwie auch eine ganz nette Idee. Ja, das war aber eigentlich auch nur eine Wiederholungstat, was Picard ja schon mal hatte, ne? Also. Ja, aber dann halt so richtig integrieren in ein Team. Und wirklich dieses Setting, dass man nicht die Sternenflotte rufen kann, sondern dass man halt auf sich gestellt ist. Das fand ich wiederum geil. Das war auch der Grund, weswegen ich damals überhaupt angefangen zu gucken. Also TNG habe ich angefangen und irgendwann ungefähr in demselben Zeitraum fing dann ja auch Voyager in Deutschland mal irgendwann an. That's a phase inverter coupling. A wave und Deep Space Nine war sogar dann die letzte von allen, die ich geguckt habe. Die habe ich sogar erst nach der letzten Serie geguckt, die vor Kirk und so spielte. Das Enterprise. Dann habe ich erst mit Deep Space Nine angefangen, weil ich immer gedacht habe, Deep Space Nine, sieht irgendwie nicht mehr so nach der Föderation aus, wenn man da mal was von gesehen hat. Diese Raumstation da.
Das spricht mich am wenigsten an Deep Space Nine. Ja, es ist halt irgendwie anders, ne? Das hat mich dann, also, ich hab's vorher auch immer gedacht, naja, kein Raumschiff, nur diese Raumstation, die auch irgendwie überhaupt nicht aussieht wie die bisherigen Raumschiffe, sondern also völlig fremdartig. Dann einfach so viele verschiedene Völker, die dann auf einmal da aufeinandertreffen. Da war ich auch mal sehr skeptisch. Aber als ich sie dann mal jetzt mal in so einem Komplettding auf DVD geholt habe, wo ich dachte, na gut, jetzt entweder alles oder gar nichts. Ich sag mal so, ab der zweiten, dritten Staffel hat man auch da ein Feeling für. Ich meine, ich habe das ganz cool gefunden, dass es so verknüpft ist mit Picard. Eben mit Locutus. Ja. Das war eine nette Idee, also ein cooles Anfangssetting. Aber ich habe mit den Charakteren irgendwie nichts anfangen können, die da mitgespielt haben. Aber wie überall wahrscheinlich muss man das kennenlernen und das öfter gucken, dass es auch Spaß macht, dass man auch irgendwie die Hintergründe versteht. Mhm. So wie hier. Ja, wenn man zum Beispiel die erste Staffel von hier, von The Next Generation nimmt, da war Worf ja eigentlich nichts weiter als, ich sag mal, so eine Spaßmarionette, so ein bisschen, ja? Ja, der Lakai. Naja, der haut drauf oder der Wachhund und Picard hat ihn sofort immer zurückgepfiffen, sobald er irgendwas gemacht hat. Hat sich auch erst entwickelt durch Tascha dann, durch den Tod. Ja. Dann zum Sicherheitschef aufgestiegen und dann ging es erst richtig los. Aber ich muss dir sagen, ich habe keinen Plan, was wir da machen sollen. I can't make it. Also deaktiviert hast du jetzt schon die... Ich habe das Notsystem verwendet. Ja. Dann gehe ich auf Abschalten. Dann höre ich, dass er abschaltet. Wieder rauf geht. Wieder rufen, Lebenserhaltung wird aktiviert. Wenn ich jetzt auf Umleiten gehe, Lebenserhaltung getrennt, System arbeitet nur noch auf Notenergie und dann auf Abschalten, geht er auch wieder hoch. Yeah, okay. Und wenn ich dann, und wenn wir dann wieder zum Maschinenraum schauen, hat sich nichts geändert. Die Maschine ist nach wie vor da. Wenn ich jetzt noch einmal aktiviere und gehe ich nur auf Umleiten. Was ich nicht so ganz verstehe. Achso. Ist die Maschine auch falsch? Noch immer da. Aber hat nicht, als du vorhin in diesen Raum, der jetzt rechts ist, oder generell hat Riker nicht immer gesagt, die Abschaltungssteuerung ist im Maschinenraum oder irgendwie sowas? Place for the jettison controls. Ja. Und das hier ist jetzt der Maschinenraum. Genau. The power core controls. Gibt's hier vielleicht noch irgendeine Konsole, die wir auch noch nie angeklickt haben, die wir mit dem Tricorder oder so wählen noch können? Ich klicke mal durch. Energiekabel beschädigtes. Energiekabel. Unbekannte Maschine. Bekannte Maschine. Also ich finde hier gar nichts. Turbolift. Labor 4. Weil Labor ist ja schon wieder irgendwie was anderes, ne? Jetzt, ich meine, wir stehen jetzt ja eigentlich auch direkt vor der Maschine. Wenn wir jetzt einfach links dran vorbeilaufen, geht auch nicht, ne? Nee, dann stirbt er wieder. Ja. Oder meinst du so darüber geht? Nee. Ja, okay. War ein Versuch wert, sorry Wurf. Weil ich verstehe auch nicht, was diese vorübergehende Abschaltung da soll, wenn die eigentlich quasi per sofort, sobald wir diesen Bildschirm verlassen mit vorübergehender Abschaltung, ist ja eigentlich schon wieder aktiv. Ja. Ich überlege gerade, ob das heißt, ich müsste eigentlich in diesen Raum, bevor wir diesen Raum verlassen, muss eigentlich noch irgendeine andere Konsole. Was ist denn das für ein Ausrüstungswagen? Können wir den verschieben? Nee. Sind quasi vor diesen Laser schieben? Auch nicht, okay. Wir können alles wieder draufstellen. Cool.
Ich hab halt keinen Plan, wofür wir die ganzen Sachen brauchen. Weiter nach rechts gehen geht auch nicht, ne? Nee, das ist das Maximum. Da gibt's nur den Ausrüstungswagen und diese Steuerkonsole. Und hier ist nix? Nee. Ausrüstungswagen. Nee, was du ansteuern könntest, als Konsole, meine ich. Nee, nee, da gibt's nix. Da kann ich nichts aktivieren. Und auch hier hinten wahrscheinlich in den Ecken auch nichts, ne? Nee. Wenn ich da drüber fahre mit der Maus, tut sich gar nichts. Einziges ist der Ausrüstungswagen und die Steuerkonsole, die es da gibt. Vorübergehende Abschaltung aktivieren. Jetzt mach mal, genau, mach mal. Verlass mal, genau. Und jetzt klick mal, klick nochmal wieder auf diese Konsole, ob die jetzt schon wieder quasi eigentlich schon wieder aktiviert ist. Mhm. Hä, was soll denn das? Kannst du denn jetzt, wenn sie deaktiviert. Nee, klick nochmal. Hm. Und sie jetzt, klick mal auf deaktivieren. Kannst du jetzt hier oben irgendwas abändern oder so? Nee. Hier vielleicht? Ah, Gruppe 2 abschalten, warte mal. Da war irgendwas. Gruppe 1 abschalten, 2, 3, 4. Ah, das sind die Kabel, die draußen sind. Die vier Kabel, die runtergehen. Und wir müssen jetzt wissen, welches Kabel dieser Laser anbohrt. Vermute ich jetzt mal, also. Oder? Warte mal, das ist aber dann bei. Also bei. Müssen wir gucken, oder? Per Zufall, ja. Gruppe 1 abschalten. So. Geht dann wieder aus. So schnell. It didn't work. So schnell sind wir nie drüben. Aber es sind auch nur drei Kabel irgendwie, oder? Oh, guck mal, Wolf lebt doch schon wieder. Juhu. Hallo. Majka. Majka. Oder wir müssen. Ah, deswegen aktiviert sich wahrscheinlich. Wir müssen wahrscheinlich schnell hintereinander alle vier anklicken zum Abschalten. Wenn schnell gehen muss, Wurf. Geht nicht? Nee. Ah, da passiert gerade irgendwas. Das klang gut. Tisch zirkelt. Okay. Enterprise, are you detecting anything? We have detected a small object departing the station at high speed. Sensors identify it as a small asteroid. Abschießen. I find that difficult to believe. Apparently this object is capable of sending false readings to our sensors. Ist auch wahrscheinlich, kommt drauf an, mit wem wir das machen. Der redet da mit der Enterprise, ist auch cool gemacht. The device has a chameleon field, which gives false readings to sensors and tricorders. Interesting. The object has accelerated to warp speed. Hm. Wir können das Objekt nicht verfolgen, bis die Station in Sicherheit ist, oder? Notfalltransport. Ich meine, wir können auch Notfalltransport machen und dann immer noch zurückkommen. Wir können immer noch jeden zurückkommen, ne? Wann ich auch. We must follow it. Until the station's shields are lowered, the only transporting possible would have to originate from on board the station. Okay, Wolf geht von selber. Beam us up. Praktisch. Wird das Kabel eigentlich auch hochgebeamt? Prepare for pursuit. Ein Datenkabel braucht die Enterprise. Engage. Puh, dann haben wir doch noch was geschafft it in der Folge. An asteroid field. Sir, the object has altered its composition. Explain. Sensors now indicate a lower mass and different element structure. Like a chameleon.
It's changed its appearance to blend in with its surroundings. Okay, das heißt, es ist schwer zu erfassen wahrscheinlich. Okay, aber wir können doch die Energie für unsere... Also just like it did with our tricorder. It is changing speed erratically. I'm having difficulty discerning it from the other asteroids. Streng dich an, Wolf. I'm sorry, sir. I have lost contact with the object. Duh. I'd like to meet whoever built that thing. As would I. In the meantime, we have work to do. Helm, take us back to Merton's station. Okay, also so gesehen hat's das gar nichts gebracht. Okay. Aber wir haben jetzt wenigstens die Gewissheit. Ja, und ein bisschen was gelernt haben wir ja auch draus. Ich hätte sonst nur noch die Idee gehabt, dass wir vielleicht die Energie für die Sensoren erhöhen könnten, aber das wäre ja so schnell gar nicht machbar. Vorsport wieder am längsten. Dann beamen wir wieder runter. Gut, dass wir noch die ganzen Sachen haben im Inventar. Mhm. Ist die Frage, ob wir jetzt, wo wir auf der Station zurück sind, hier vielleicht so ein kleines Episodenpräuschen einlegen. Mhm. Jetzt bei knapp 26,5 Minuten. Wäre eine Idee. Der hat auch wieder volle Energie. Super. Oh, das ist sehr schön. Das heißt, der regeneriert sich auf der Enterprise. Hat die Crusher schon mal kurz in die Krankenstation gepackt. Kann uns die schon mehr sagen? Na gut. There was an alien-looking machine down in the engineering level attached to one of the conduits. Have you seen it? I don't know what you're talking about. I'd bet anything that... Your guess is as good as mine, but I can tell you for certain that it didn't belong here. Komm später zurück. Ja. All right. Und die Maschine müsste jetzt eigentlich weg sein. Das heißt, wenn wir jetzt im Maschinenraum gucken, sollte eigentlich nichts mehr da sein. Ja. Weil das müsste dieses Ding gewesen sein, was weggeflogen ist. Genau, und das könnten wir jetzt eigentlich dann auch nach links rüber gehen mal. Mhm. Das ist doch ein guter Spoiler. Perfekt. Perfekt. Rumpfdurchbruch. Remind me to thank the Simconian engineers. If the hull weren't self-sealing, this entire area would be open to space. Mhm. Ja, cool. Loch im Gehäuse. That alien machine probably carved this hole in the conduit. Aber selbst versiegelt. Mhm. Da können wir wahrscheinlich dann irgendwas verwenden. Eine Sonde oder irgendwas auf das Loch. Und dann wiederum die... Na gut, die Lebenserhaltung ist eh noch aktiviert. Das sollte noch passen. Genau. Ja, und dann schauen wir beim nächsten Mal ins Kontrollzentrum. Und dann sage ich euch wieder mal danke fürs Zuschauen. Das war jetzt eine Folge, die... wo nicht so viel passiert ist. Aber ja, gehört auch dazu zum Adventure, wenn wir keine Lösung dabei haben. Wir wollen ja das selber auch ein bisschen selber rausfinden. Das haben die alten Spiele aber auch so an sich, dass sie ein bisschen schwerer sind als die heutigen, ne? Ja, was auch echt cool ist. Und zwischendurch können wir immer wieder talken, was auch nett ist. Ja, gut, dann sage ich mal Hummel Hummel, Mors Mors, bis zur nächsten Episode. Genau, die beiden Redshirts verabschieden sich. Und bis zum nächsten Mal.